Also doch, das Gericht sah die Schuld von Mario K. für ausreichend belegt an. Lebenslang soll der 47-Jährige wegen versuchten Mordes hinter Gitter und Schmerzensgeld von 250.000 Euro an eines seiner Opfer zahlen. Die Kammer hat letztlich die Summe an Indizien überzeugt. Wenn eben so viele gewichtige Indizien vorliegen, dann bilden die eben auch ein gewisses Bild, was dazu führt, dass man den Angeklagten verurteilen kann. Nach Ansicht des Richters wollte der 47-Jährige durch eine Entführung Lösegeld erpressen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Danach hat der ehemalige Dachdecker 2011 eine Unternehmergattin vor ihrer Villa in Bad Saro niedergeknüppelt. Monate später auf deren Tochter geschossen und dabei ihren Wachmann so verletzt, dass der heute im Rollstuhl sitzt. Nur ein Jahr später schlägt der Maskenmann wieder zu. Nur wenige Kilometer vom ersten Tatort entfernt entführt er einen Manager aus dessen Wohnhaus. An einem See hält der Täter ihn gefangen, bis dem Unternehmer, hier mit Basecap, die Flucht gelingt. Das alles trug die Staatsanwaltschaft zusammen, stützte sich dabei ausschließlich auf Indizien. Danach hat Mario K. die Statur des Täters, ist einschlägig vorbestraft und er täuschte ein Alibi vor. Mario K. bestritt bis zuletzt die Tat. Regungslos nahm er das Urteil hin. Wir haben versucht, über ein Jahr lang gegen ein solches Fehlurteil, was sich abgezeichnet hat, anzukämpfen. Und es ist leider nicht erfolgreich gewesen, dieser Kampf. Immer wieder wurden Zweifel an den Ermittlungsergebnissen angemeldet, auch bei Prozessbeobachtern. Zum Ende des Verfahrens präsentierte die Verteidigung sogar einen Alternativtäter, einen hochverschuldeten Ex-Polizisten. Eine weitere Beweisaufnahme lehnte das Gericht aber ab. Nun will, wie erwartet, die Verteidigung so wörtlich den Kampf weiterführen und Revision anmelden.